So, ich habe mir gedacht, weil ich jetzt hier gerade heute an einem Outdoor-D-Slam zu tun habe, mache ich mal ein kleines Filmchen über die Outdoor-D-Slams, was es ist, warum man das gemacht hat, etc. pp. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen ausholen, als damals die Deutsche Bundespost, ja, die Jungen unter uns kennen das natürlich nicht mehr, aber die Älteren auf jeden Fall, als die Deutsche Bundespost damals das Fernmeldenetz reingezogen hat, ja, und errichtet hat, haben die in allen größeren Städten sogenannte Hauptverteiler aufgebaut, also HVTs. Ne? Hört ihr öfters bei mir in den Stories. Und da wurde praktisch ein Kabel über verschiedene KVZs, also Kabelverzweiger, über verschiedene Kabelverzweiger wurde dann praktisch die Leitung zum Kunde ins Haus gelegt. Ja? Über eine sogenannte Doppelader, also im Prinzip über zwei Drähtchen, war damals beim Analogsignal alles kein Problem. Dann kam ISDN, ihr könnt euch erinnern, und jetzt sind wir natürlich in der DSL-Technik, ADSL, VDSL, Vectoring, also lassen sich immer wieder neues Zeug einfallen, um diese Doppeläderchen bestmöglich auszulasten. Ja, aber ja, alle technischen Innovationen nützen halt einfach nichts, wenn die Leitung zu lang ist oder wenn die einen zu dünnen Querschnitt hat, also wenn die Käbelchen zwischen den KVZs einfach zu dünn sind, ja. Dann kommt einfach zu wenig an, dann hat die Leitung eine zu hohe Dämpfung, ja, schlechten Signalrauschabstand, schlechte Kapazität und so weiter. Ich möchte nicht zu technisch werden. Auf jeden Fall merke, je länger die Leitung, desto schlechter das Signal, wo hinten ankommt. Ja, deshalb gab es eben lange, lange Zeit in manchen Gemeinden einfach beschissenes Internet. Teilweise musste noch eine Kanalbündelung von 128 Kilobit gemacht werden, weil einfach nicht mehr ging. Ja? So. Und dann kamen diese sogenannten Outdoor-D-Slams, die ihr bei mir im Hintergrund seht. Ich mache mir hier mal einen auf, dass man sieht, da ist ein bisschen Technik drin. Ja, dann kamen diese Outdoor-D-Slams ins Spiel. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein Netzbetreiber außer der Telekom zum Beispiel gesagt hat, ich möchte gerne dieses Dorf, ich nenne es mal Hintertupfingen, versorgen, ja, dann musste der natürlich hier so einen Outdoor-D-Slam errichten. Ja, so ein Teil kostet natürlich richtig Asche und es hat sich natürlich nur gelohnt, wenn einige Kunden gesagt haben, jawohl, ich komme jetzt zu euch, entweder Telekom oder ein alternativer Anbieter, und dann wurde eben so ein Outdoor-D-Slam errichtet, ja, wo eben die komplette Vermittlungstechnik drin ist. Also so ein Outdoor-D-Slam ist nichts anderes wie ein HVT in klein. Ja. Hier sind die ganzen Karten, die Teilnehmer drauf, ja. Hier sind die einzelnen Ports, ja, und jetzt wird eigentlich nicht viel gemacht. Die Leitungen der Deutschen Telekom kamen ja hier immer an und gingen dann auf den nächstgrößeren HVT. Ja. So, jetzt passiert auch Folgendes. Wer jetzt sagt, jawohl, ich will zu dem neuen Netzbetreiber hier drauf zum Beispiel, da wurden dann einfach die Teilnehmer praktisch unterirdisch verdrahtet auf diesen Outdoor-D-Slam. Und plötzlich war die Kabellänge nicht mehr 5 oder 6 Kilometer, sondern vielleicht dann nur 1 Kilometer oder 2 und der Kunde bekam ein ordentliches DSL-Signal. Ja? Deshalb hat man diese Outdoor-D-Slams aufgestellt. Und ja, jetzt wisst ihr, was ein Outdoor-D-Slam ist. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Falls ich irgendwas vergessen habe, liebe Technikerkollegen, dann schreibt es unten rein. Ansonsten ja, mache ich öfters mal solche Beiträge, und mache auch jeden Tag eine Story zu meinem Alltag als Servicetechniker. Also wenn ihr Bock habt, schaut es euch mal an und ansonsten lasst es. Fertig.